So Leute, ich war auf dem, ich war bis jetzt überall gewesen, Halle 10, 12, 13, aber die Halle 10 ist doch am Geist, weil ich habe hier was total Abgefahrenes gefunden. Endlich mal eine Maschine, die in allen Lagen mich absolut befriedigt, denn die kann was ganz Besonderes. Startet die Präsentation. Also das ist ein 3-in-1 System. Martini, nein, Wodka, noch besser. Wodka. Okay. Wow! Victor, ich glaube, du wirst zurückfahren, weil ich will jetzt eins probieren. So, wir sind bei Orbital Welding Tools, beim Jan, den habt ihr schon öfters bei uns gesehen. Wir wollen ja noch viel mehr mit ihm machen. Wir sind Schweißen und Schneiden auf seinem Stand. Jan, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Danke der Nachfrage. Wieso musste ich so lange auf dich warten? War das ein wichtiger Kunde gerade eben? Das war ein interessanter Kunde, ja. Siehst du, es gibt doch was Wichtiges als HDB. Nein, genug mit dem Spaß. Der genaue Vorteil dieser Zange zu der normalen... Die ist eben sehr klein gebaut. Sehr klein gebaut, auch vom Korpus her, damit ich einfach zwischen die Schlangen eben passe. Und eben auch exakt dann auch für jede Rohrdimension die Spannschalen, damit ich im Zentrum bin. Okay. Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Jan hat eine neue Stromquelle und noch eine wichtige Info für uns. Jan, was gibt's Neues? Ja, wir haben hier eine Kompaktanlage, da ist Stromquelle und Steuerung in einem. Ja. Wir haben 200 Ampere Multi-Inverter inklusive mit der Orbitalsteuerung, alles in einem Gerät. Aha. Ich sehe gerade hier noch etwas, was versteckst du hier? Ja, wir haben auch die Zertifizierung jetzt gemacht für die Firma. Auch ganz wichtig. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Nee, cool, alles klar, Jan. Danke dir. So, auf dem Weg zum Stand Teamwelder in der Halle 14 habe ich durch Zufall etwas gesehen. Habt damit nicht gerechnet. Schaut euch mal das an, was hier so möglich ist mit Schweißtechnik. Guckt euch das an. Das ist alles verschweißt, gepunktet. Das ist brutale Kunst. Es ist einfach unglaublich, was so möglich ist. Ich meine, schaut mal hier. Aus ganz vielen Scheiben gemacht. Die Idee musst du dafür haben. Es sieht wirklich sehr, sehr krass aus. Also mein Respekt an den Künstler, das ist einfach Wahnsinn. Was mir besonders gefallen hat, ist der hier. Der. Guck dir das an, ich meine aus Kolben, Stangen, es ist wirklich unglaublich. Und so die Treu genau, der sieht echt krass aus, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Hallo. Oh, die Arme bewegen sich. Guck dir das an. Aber der ist auch cool. Ich glaube, ich nehme es mit dir auf. Krass, einfach nur genial. Wir haben ja noch Zeit bis Freitag. Ihr müsst unbedingt auf diese Messe kommen, EWM Teamwelder besuchen und natürlich diesen Stand und euch das mal anschauen. Das ist wirklich Wahnsinn. Der ist so geil abgeschaltet. Also die Kunst ist wirklich abgefahren, was aus Metall möglich ist, mit Schweißen. Ich glaube, wir müssen unbedingt den Erzeuger, den Künstler besuchen. Wir schauen uns nochmal genau an, wo er herkommt, wer das ist. Und dann versuche ich ihn mal zu besuchen und dort für euch ein Video zu machen, damit wir sehen, was er so macht. Halle 13. Richtig, ja. Und ich habe den Sven, ich würde sagen, nicht durch Zufall getroffen. Wenn sich jemand auskennt, wir vertreiben ja auch Wasserstrahlsysteme von Maximato Jet. Und den Sven kenne ich schon ein bisschen, wir haben schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Und Sven, stell dich schon mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Sven Anders. Ich komme von der Firma Maximato Jet aus Deutschland. Wir bauen Wasserstrahlschneidanlagen für alle Anwendungen. Hier zum Beispiel eine Microcutting-Anlage neuester Generation. Das ist machbar mit einem sehr dünnen Strahl. Wir haben hier einen 0,3 mm starken Wasserstrahl. Und damit können wir sehr filigrane Konturen auf ein Hundertstel genau schneiden. So, wir sind hier endlich angekommen auf dem Optrell-Stand. Johnny, was machst du genau bei Optrell? Ich bin im Entwicklungsteam vom Optrell. Da haben wir den richtigen. Das heißt, du bist auch für dieses Schmuckstück verantwortlich? Sehr fest, ja. Sehr fest. Auch für diese neue Sichtweise komplett? Ja, da ist schon das ganze Team involviert, aber das Projekt wurde hauptsächlich, musste ich den Kopf hinhalten. Ich muss nicht viel erklären, jeder weiß, wir haben ja oft Werbung dafür schon gemacht, das ist der
neue Panoramics. Ich möchte behaupten, der beste momentan auf der Welt, den du so bekommen kannst. Mit der Technik bin ich selber von überzeugt. Und wir haben schon zahlreiche Helme getestet. Was gibt es jetzt Neues an diesem Helm? Da gibt es ja bestimmt ein paar Sachen, die neu dazugekommen sind. Bei der Variante oder bei der Frischluft? Ja, natürlich bei der Variante, die du hast. Bei der Frischluftvariante. Ich habe hier die Frischluftvariante von Panoramax. Hier sieht es aus wie jeder von uns, aber es sind zwei, drei Sachen anders. Also es ist wieder eine Innenmaske, die Luftführung, Luft kommt unten beim Mund raus. Super cool ist hier wegen dem Nasenausschnitt, dass sie wie eine Wand haben. Das heißt, die Luft kommt genau beim Mund raus und bleibt auch dort. Das heißt, soweit wir wissen, müssen sie nicht immer nur auf Stufe 3 schweißen, sondern können jetzt reduziert auf 2 oder 1 schweißen und haben trotzdem mehr Luft. Und es ist komplett zu. Und was ich gut finde, ich sehe das hier schon. Darfst du mal kurz besser gehen? Ja. Sieh schon, hier ist auch wieder diese typische Optrell. Weiche Membran, also da spürst du nicht den ganzen Tag. Wenn du das, ich habe schon günstigere Systeme mal gesehen, da hast du keine schöne Lösung und irgendwann nervt dich das hier. Ja? Und das muss ja angenehm für den Schweißer sein. Und hier bin ich komplett dicht, das heißt keine Gefahrstoffe, nichts kommt hinein. Ich bleibe gesund und das ist ganz wichtig. Ja, ist auch zweiteilig, also wenn jetzt jemand das kaputt machen würde, kann man das ganz einfach auswechseln, der Klett ist hier, ja. Einfach rausreißen, neues reinmachen. Auch Optrell unique ist, dass wir am oberen Teil vom Kopf können wir die Luftführung aufmachen. Da gibt es einen kleinen Kühleffekt, gerade im Sommer sehr angenehm. Da kann man irgendwie bis zu 30% der Luft direkt auf den Kopf oben lassen. Sehr schön. Also nochmal, Johnny, ich bin wirklich erstaunt. Das hast du komplett selbst entwickelt. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, jetzt sind wir schon seit 2,5 Jahren dran. An dem Panoramix. Genau, aber das ist von ganz Anfang, von der Idee bis jetzt zur Umsetzung. Darf ich was Blödes fragen? Ja. Hat das was mit dem Weltcap zu tun? Irgendwo? Irgendwie? Irgendwie. Bedingt. Die Idee vom Nasenausschnitt ist das erste Mal im Weltcup gekommen, aber da war die Technologie noch nicht so weit. Da konnten wir den Nasenausschnitt nicht groß genug machen. Ja. Und aus den zum Teil Problemen aus Weltcup haben wir hier viel gelernt und alle gelöst, würde ich sagen. Ja. Trotzdem finde ich das einfach eine super Lösung. Das ist ja auch mein Lieblingshelm, das seht ihr auch immer in den Videos. Ich habe meist den Panoramix an. Der kostet natürlich etwas, kommt aber aus der Schweiz. Qualität, er funktioniert immer. Ich kann alles damit machen. Wickschweiß mit ganz geringen Strömen. Ja. Ich kann damit Plasma schneiden und er schaltet automatisch. Flexen und was ganz wichtig ist, nochmal Frischluft. Zeig uns nochmal bitte den Rest dazu. Ich glaube, wir müssen rüberschwenken. Rüberschwenken? Ich möchte das hier sehen. E3000, ganz einfach, ansteckbar. Schlauchführung habe ich an dem nicht dran. Das ist aber das E3000-System, das kenne ich bereits. Das heißt, ich muss nichts Neues dazu kaufen. Ich habe schon ein E3000. Dann nehme ich den Helm dazu und bin fertig. Genau. Sehr cool, sehr cool. Auch mal, muss man auch mitdenken. Nicht direkt mal was Neues gemacht, um neu zu verkaufen, sondern wirklich, wer jemand einen Panoramix haben will und hat das, funktioniert das. Kannst du mir hierzu was sagen? Was ist das hier? Das ist dann noch mehr ein Schritt weiter. Es gibt Bereiche, da werden Bauhelme benötigt. Keiner mag's. Wenn es aber Pflicht ist, dann wäre das hier eine perfekte Lösung. Einfach aufklippen, ich mache es am besten mal vor. Ja. Hast du wahrscheinlich nur für deinen Kopf entwickelt oder passen alle Köpfe? Passen alle Köpfe. Das ist auch sture Köpfe, ja. Ja, sture Köpfe, Großköpfe. Ja, sieht schon sehr einfach aus. Also von der. Ist, so. Und man kann es sogar noch, wenn man will, so wegnehmen. Aha. Also. Nicht schlecht, also wirklich durchdachtes System. Sieht auch wertig aus. Ganz einfach, wenn Sie noch andere Helme haben, wie einen Schleifhelm, können Sie auch den da dran klicken. Brauchen Sie einen Helm für alle. Unglaublich. Ich würde vorschlagen, wir bestellen uns ein paar von diesen Modellen und schauen uns in der Praxis genauer an bei uns im HDW Schweißshop. Johnny, ich danke dir vielmals. Super sehr Entwicklung. Gerne. Es wäre traurig, wenn es dich nicht gäbe. Dann gibt es den Panoramix nicht. Alles klar. Glück gehabt. Okay, ciao. Ciao. Stories I'm a fool for your love.